Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters, wo es gerade zu Herbst gewechselt hat. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in den Kreis der Unnachgiebigkeit in den oberen Rang gereist. Den letzten oberen Rang, den wir jetzt momentan noch abschließen müssen. Und wie gesagt, es ist gerade Herbst geworden. Das heißt, da, wo wir letztes Mal nicht an die eine Kiste dran kamen, da können wir jetzt dran, weil jetzt sollte da eigentlich ein Weg sein. Weil im Herbst schalten sich ja erst die Magneten an. Und guck mal, da ist direkt ein neues Monster. Was haben wir denn hier? Glubscher. Ja, so sieht die auch aus. Die stachen in meine Seele. Zum Glück ist da nicht viel drin. Oh, der Rechte hat ganz gut kassiert. Was bringt es eigentlich, wenn so ein Schwächungszauber kritisch wird? Als ob. Okay, ich darf erstmal Kai beleben, weil er ist durch Kamikaze gerichtet worden. Ey Leute, glaubt es oder glaubt es nicht? Ich habe jetzt dreimal mit neuer Chance versucht, Kai wieder zu beleben und es hat erst beim dritten Mal funktioniert. Ich konnte übrigens den linken Glubscher schon nochmal eine mit Noir runterhauen. Und jetzt ist der knapp und berecken. Ich habe übrigens nicht mehr wirklich Items zum Verfüttern, außer den Surprise-Items. Also mit den Random-Stats. Und die will ich mir für mächtige Viecher aufheben. Ach komm. Aber ich weiß jetzt, was die aushalten. Ich muss auf jeden Fall danach mal zum Turm zurück. Eben kurz meine MP auffüllen. So, dann renne ich einfach mal durch. Glubschi lasse ich mal in Ruhe. Welche Nummer war der überhaupt? Ach, 379. Schön zu wissen. So, hier die Magnete sind jetzt aktiv. Ich muss über das Rohr laufen, sonst komme ich da gar nicht jetzt dran. Das heißt, ich darf erstmal hier hochklettern. Wir können uns eine Kiste unten eignen. Erfahrungsbericht Metallkönig. Das muss Erfahrung geben. Ein silbernes Ei. Den kennen wir aber schon. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich war kurz im Turm. Ich habe sogar noch ein paar herzhaften Haxen gerade gekauft, wo ich dort war. Und dort in der Richtung ist was Herbstbasiertes. Ah, kommt man an die Kiste hier. Und ich bin sogar ohne Kampf wieder da weggekommen. Entschuldige, Spiel, dass ich irgendwas gesagt habe. Ich muss ja jetzt den Weg in das Gebäude reinfinden, damit wir Barbatos einen auf die Rüstung geben. Wahrscheinlich auch so ein Rüstungsritter. Ich laufe hier einfach außen drum herum. Komisch gebaut hier. Da komme ich nur im Winter, glaube ich, drüber. Die Kanonenheinis kennen wir schon. Oh, Kiste. Drei Talentsamen. Diese Talentsamen hebe ich mir für das spätere Game auf. Zu viele Hammerkreuze hier. Ich schaue mich natürlich trotz allem hier um, ne?
Weil ich will nicht immer alles offscreen absammeln. Also bei früheren Gebieten mache ich das auch mal so, wenn ich weiß, dass ich da nicht mehr hingehe, dann sammle ich zumindest offscreen da nochmal alles ab zu jeder Jahreszeit. Und da habe ich schon die ein oder andere Mini-Medaille schon dabei gefunden, die wir onscreen nicht abgesammelt hatten. Ich wollte gerade sagen, als ob sie nicht weitergeht. Ich denke mir, dass die beiden Wege sich da oben, wo ich gerade war, überschneiden. Okay, ich sehe das Ei. Und ich sehe einen Flüssigmetallschleim. Ein Ork-König, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. König Orkon. Umwerfende Schönheit. Also, darüber können wir reden. Warte mal, schimmernder Schuss? Das ist ein schimmernder Schuss. Das klingt eigentlich heftig. Ach, der Sonnenspalter. Ach, das ist wahrscheinlich Licht, wie dieser Nachtspalter. Nur in Lichtversion. Den Flüssigmetallschleim da unten verprügel ich jetzt aber. Zumindest versuche ich's. Das ist so ein extremer XP-Bonus. Ich gebe mir mal eine herzhafte Haxe. Ich habe gelernt, die Viecher schließen sich einem nur im Nachhinein an, wenn man denen irgendwas zu essen gegeben hat. Merkt euch das übrigens, wenn ihr diese Metallschleime jagt für XP, nutzt Odem-Angriffe. Odem-Angriffe gehen durch ihre Abwehr komplett durch. Oh, eine Mini-Medaille. Hat sich doppelt gelohnt, hier nochmal runter zu hüpfen. Für den extremen XP-Boost nehme ich gerne Umwege im Kauf. Das erspart mir so viele Stunden an Training. Beziehungsweise Grinding. Das Grinding im Spiel ist teilweise echt zum Kotzen, wenn man keine Spots für diese Metallschleime, vor allem für die Könige, hat. Aber jetzt habe ich ja einen. Ich habe auch mittlerweile mal hier einen Reisepunkt. Ich habe das Gefühl da unten, dass es echt hier mit der Stelle hier verbunden, wo wir gerade eben waren. Komm, der Ork-König, der wäre auch so hier gewesen. Ja, haben wir uns das Anwerben gespart. Obwohl sie über die Orks herrschen, ist ihre königliche Kleidung so schlicht wie die eines Bettlers. Dieses Ausdruck ihrer Bodenständigkeit und kommt bei ihren Untertanen gut an. Ja, das sind unten, das sind bodenständige Leute. Ah nee, war doch nicht damit verbunden. Ich habe mir nur eine andere Art von Umweg gerade gegönnt. Zumindest an der Stelle nicht. Ja, vielleicht ist es da oben tatsächlich verbunden. Das sind halt so beide Wege da oben zu den Eingang führen, wo wir eigentlich hinwollen. Nebenbei, der Haxhauer war offenbar doch nicht das große Vieh von hier. Du bist auch nur einer, der eine Tür bewacht, ne? Ja, das ist auch nur einer, der eine Tür bewacht. Okay, Dunkelheit mag der nicht. Lichtschaden kann er gut ab. Wasser geht so. Ja, wissen wir doch, was wir ihn antun. Explosion kann der auch gut ab. Feuer kann der richtig gut ab. Ja, bleibt ja nur Schwall. So, und wie steht's mit Elektro? Elektro geht. Eis kann da nicht. Ich mach Dusel auf ihn. Ja, ich habe Zauber schon mal verhindert. Sehr gut. Ja, er hat Dusel. So. Macht ihn fertig, Jungs.
Okay, der hat ein bisschen mehr drauf als der Saurier. Ich denke mal, diese größeren Viecher sind einfach die Leibgarde vom Barbatos. Rettungsleine, das heißt wahrscheinlich, dass er fast tot ist. Ja. Wahrscheinlich so eine, ja, kannst mit einem HP überleben, Fähigkeit. Das Tor wäre offen. Ich weiß jetzt nicht, wo alles Abkürzungen ist und wo nicht, ne? Ja, wie denn auch? Ich kenne die Map ja nicht so wirklich. So, und ja, eigentlich nur den Weg zu diesem Barbatos. Hier gibt es so viele Wege, die man ablaufen kann, die man auch auf der Karte nicht sieht. Ach, guck mal, da ist schon der nächste Torwächter. Ich gebe mir erstmal noch ein bisschen MP zurück. Also solange wir diese Torwächter sehen, scheinen wir, glaube ich, richtig zu sein. Und die gehen gerade sofort auf Krawall, weil ich noch Kampfautomatik anhatte. Ich wollte ihn eigentlich zumindest noch abschwächen. Hier keule ich eine. So, gegen was bist du schwach? Das wollte ich gucken. Licht schon mal nicht. Die sind alle schwach gegen Dunkelheit. Dunkelheit ist einfach all around. Wasser tut dem nicht viel. Bumm tut ihm auch nichts. Feuer geht dasselbe wie mit Wasser. Feuer und Eis. Wie steht's mit Elektro? Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. Hier. Chemische Keule hat nicht funktioniert. Also, solange er keine Zauber machen kann, ist alles gut. Komm. Da funktioniert die Keule nicht. Ich glaube, der ist immun gegen Schwächungen. So, dann machen wir den fertig. K.O. So, hab keinen normalen weißen Elixier gegeben. Ab durch die Röhre. Also solange diese Mega-Viecher uns vor der Nase hängen, sind wir mit aller Wahrscheinlichkeit auf dem richtigen Weg. Warum kann ich da überhaupt durch? Na, guck mal, hier kann ich an eine Kiste, weil hier gerade Eis ist. Ich stehe nur doof. Lass mich doch einfach an die Kiste. Ich glaube, da ist der nächste Wächter. Meine Güte, der Junge hat viel zu viele Wächter hier. Und wie immer gegen Dunkelheit schwach. Ja, komm, den Rest schenken wir uns mal.
Der mag auch kein Wasser. Aber das ist irgendwo klar, wenn er aus Metall besteht. Sonst rostet der ja. Der hat Dusel. Aua. Der Feld hat wehgetan. So, ich lasse die mal selbstständig arbeiten. Die packen das schon. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum der Verwirrangriff macht, wenn Nachtspalte effektiver ist. Der Felsenwurf tut weh. Nachtspalter ist 100-mal effektiver. Oh, schon kaputt. Ich hoffe mal, dass das jetzt so langsam sicher der letzte von denen war. Ey, dieses Schloss komplett zu erkunden, das stelle ich mir als Hölle vor. Let us pass, soldier. We have come for Barbatos's head. Captain Percival, we've been expecting you, sir. Please, go right through. I thank thee. Come, my friends, we sally forth. Was ist denn das für ein Diener? Wir sagen ihm, ja, ich bin hier, um mir den Kopf deines Meisters zu holen. Und er einfach nur so, ja, los, geht rein. Habe ich hier einen Reisepunkt? Ich gehe mal davon aus. Tor Nummer 3 müsste das hier gewesen sein, weil dann würde ich nämlich erstmal im P auffüllen gehen. Ja, wir sehen uns gleich hier da drin wieder. Oh, bei so einem riesigen Schloss habe ich gehofft, dass es keine Innenebene gibt. Na gut, dafür gibt es ja aber auch nicht viele neue Monster drin. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das funktioniert. Ja. Auf die Platten, man kann nur in eine Richtung. Nice. Überlege ich gerade, wollen wir uns Barbatos fürs nächste Mal aufheben und wir erkunden draußen das Schloss noch zu Ende? Ich wäre dafür. Ich sage, wir erkunden erstmal noch draußen das Schloss. Wir holen uns Barbatos Kopf beim nächsten Mal. So, wir sind jetzt hier hinten auf der Seite. Das Wetter hat gerade eben umgeschlagen und scheinbar kann man hier im Frühling überhaupt nichts machen. Der Frühling ist hier offenbar unnötig. Abgesehen wahrscheinlich von einer bestimmten Monsterart, die man hier findet. Zu der Jahreszeit. Es gibt immer so ein paar Monster, die man nur zu bestimmten Jahreszeiten findet. Offenbar hier die hier. So, mal gucken, überlebt ihr einen Angriff? Ja. Der Link hat am meisten abbekommen. Okay, er hat aber keine Schwächung, glaube ich. Hol mir den rechten. Ey, hört auf zu treten. 53%. Und das ohne irgendein Item zu verwenden. Auf ihn, Schakalaka. Kampfsport-Koryphäe. Der hat diese Prügelfähigkeiten. Mit ihren Klingen zerkleinern sie in Sekunden schnell alles und jeden, der ihnen in die Quere kommt. Aber ihr vielleicht größtes Talent besteht darin, Brot in gleichmäßige Scheiben zu schneiden. Oh. Ihr habt ein Talent. Ja, bei dem Maulwurf und bei ihm hier wissen wir, dass sie zu speziellen Jahreszeiten sind. Der Maulwurf ist Sommer und das hier ist offenbar Herbst.
Dann fehlen ja nur noch zwei Monster hier, die wir entdecken müssen. Ach, guck mal, der, den ich hier in meinem Team habe, der wäre hier spätestens aufgetaucht. Na gut, den Schakal haben wir, wie gesagt, jetzt. Das erkunden wir halt von der Seite hier mal. Mal gucken, wo wir da so rauskommen. Das hätten wir uns im Winter holen müssen. Jetzt sind wir ebenfalls hier, wo wir gerade eben waren. Da sind wir für die Kiste runtergesprungen und es gab keinen Zurückweg. Okay, da will ich gleich hochspringen. Ach, guck mal. An der Stelle ist das miteinander verbunden. Schön zu wissen. Hätte ich mir einiges am Weg sparen können, hätte ich das gewusst. Na gut, dann weiß man, bis zu dem Punkt ist dann der andere Weg dann unnötig. Okay, wenn ich hier so einen nächsten Umweg machen kann, liegt da doch bestimmt was Schönes. Spezialarznei. Na, jetzt sind wir hier oben. Na gut, ansonsten scheinen sich die Wege komplett zu überschneiden. Wir können hier noch unten gucken. Da sind wir vorher da oben lang gelaufen. Scheint aber auch sonst nichts zu sein. Nur ein riesiges Röhrengewusel. Wie gesagt, das Schloss von Barbatos, das erkunden wir beim nächsten Mal. Da haben wir auch deutlich weniger zu tun als hier jetzt. Außer, dass wir da natürlich einen Bosskampf hatten. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt doch so drei Minibosse heute fertig gemacht. Das ist doch auch irgendwo was wert. Ach, Kacke. Wo komme ich wieder hoch? Da nicht. Hier offenbar. Aber ich sehe schon, wo wir hin wollen. Guck mal, es gibt so verschiedene Orte, wo man runterspringen kann. Und da wollen wir offenbar runter. Weil hier geht es weiter. Das Ei gönnen wir uns. Für ein goldenes Ei mache ich doch immer einen Umweg. Ein Flatterdrache. Den haben wir bisher nur in der Arena gesehen. Flatti. In der Arena war er sogar recht früh da. Eine starke Arznei. Ist nett, um sich nebenbei zu heilen. Die Kiste, da holen wir uns gleich auch noch. Ist der kleinste Schleim, den ich bisher gesehen habe in diesem Spiel. Okay, wir haben jetzt Sommer. Jetzt sind hier zumindest ein paar Sachen aktiv. Das habe ich jetzt schon auf der Karte gerade eben gesehen. So, wo komme ich hier raus? Das ist ein besonderer Ort. Scheinbar.
Ich bin jetzt nicht den ganzen Weg nur für ein Ei gelaufen, ne? Also das ist der umständlichste Weg für ein Ei, den es dann irgendwie gibt in dem Spiel. Und dann ist es vor allen Dingen nur so ein Billo-Ei. Mit einem Schleimstapel. Also ich behalte solche Viecher dann zumindest einfach in der im Depot. Damit ich die dann einfach verwerten kann. So, wir haben ein paar Punkte, aber wo wir jetzt den Kamerad hier nutzen können. Ich kann mich dann in diese Röhren pusten. Was bringt mir das? Ich habe zumindest einen Reisepunkt hier gefunden. Maulwurfsarmee. Knalltüte. Die sind nur Knalltüten, ja. Es gibt noch mittendrin eins. Na gut, hüpf. Da kommt man auch nochmal an eine Kiste ran. Stärkesamen. Ja, dann gehe ich einmal die Kiste holen, die wir gerade eben gesehen haben, ne? Leute, auf dem Weg, wo ich jetzt hier dahin war, zu der Kiste, war ein Maulwurf am Schlafen. Ich habe den jetzt einfach mal hier angegriffen und versuche ihn anzuwerben. Und es hat geklappt. Don Maurer. Ein mieser Maulwurf, der auch gleichzeitig ein Psychopath ist. Oh, der hat Nachtspalter standardmäßig. Hier drin war der und ein Cyberschleim hatte mich ja mal angegriffen, aber passt ja. Haben den Maulwurf zumindest noch geholt. So, du bist wahrscheinlich keine Minitate, dafür bist du zu weit abseits. Yggdrasil-Tauten. Ich hätte gerne mehr von den Yggdrasil-Blättern. Die sind so arg selten. Wenn ich richtig sehe, fehlen hier auch nicht mehr so viele Viecher. Zwei. Ja, nur zwei, drei. Eins davon könnten Gigantovieh sein. Wir hatten zwar mehr größere Viecher, aber das waren ja alles nur diese Torwächter, deswegen zähle ich die nicht dazu. Jedenfalls, das hier sind die älteren Cousins der Maulwurfschelme. Dürfen keine nachlässigen Sicherheitsstandards bei Ausgrabungen. Wer ihr Revier unerlaubt betritt, den verpassen sie als mit der Spitzhacke. Ich bei Baseball spielen. Komm hier ungebeten rein, ich hau dich. Und wehe, du machst irgendwas unnötig, hässlich. Wie zum Beispiel Sortierung dann. Da wurde ich dann immer sauer. Ich guck gerade, habe ich irgendeinen Eintrag vergessen? Wir haben ja auch ein paar aus Eiern bekommen. Okay, ich habe jetzt nochmal durchgeguckt, ob ich eventuell noch einen Eintrag vergessen habe, aber habe ich nicht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns nochmal im Anfangsgebiet von dem Burg oben. Also da gehe ich dann schon mal rein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und beim nächsten Mal machen wir Barbatos fertig. Bis dann sage ich aber mal ciao und bis dann.